Als der Bus kurz im Bankett stand, dachte der Fahrer, das Schlimmste sei überstanden. Doch nach der Rutschpartie von der spiegelglatten Straße in Leyn bei Wallerfing fing der Bus auch noch an zu kippen und landete schließlich auf der Seite im Graben. Laut Polizei traf den 47-jährigen Busfahrer voraussichtlich keine Schuld. Die Straße war einfach zu glatt. Auch die Einsatzkräfte hatten Probleme bei der Anfahrt. Es war spiegelglatt auf dieser Gemeindeverbindungsstraße. Und so wird es wohl ursächlich sein, dass der Bus nach rechts von der Fahrbahn abgekommen ist und dann zur Seite, komplett zur Seite nach rechts gestürzt ist. Im Bus saßen 24 Schüler zwischen 6 und 16 Jahren. Als das Fahrzeug kippte, wurden sie alle nach rechts geschleudert. Die eigentliche Tür war danach blockiert. Die Kinder mussten dann, nachdem die Türen auf der rechten Seite nicht mehr zu öffnen waren, über die Fahrertüre des Busfahrers mit einer Leiter nach draußen ins Freie gebracht werden und wurden dann mit einem Ersatzbus zur Schule, zur Schulturnhalle verbracht. Bei einem Schulbusunfall tritt sofort ein Notfallplan in Kraft. Ein Großaufgebot von rund 50 Rettungskräften aus den Landkreisen Deggendorf und Landshut wurde von der Leitstelle alarmiert. Nach einer ersten Kontrolle durch die Helfer konnten sie Entwarnung geben. Also letztlich hat man festgestellt, dass vier Kinder leichte Verletzungen gehabt haben. Die haben wir dann auch ins Klinikum nach Deggendorf gebracht. Die sind ja jetzt im Klinikum und werden mal durchgeschaut. Es ist aber nichts Lebensbedrohliches oder sowas dabei. Die letztlichen Kinder, die restlichen, hat man dann natürlich in einem persönlichen Gespräch auch mit den Eltern zusammen darüber informiert, dass die Eltern natürlich jetzt auf die Kinder aufpassen sollen, dass aber die Eltern auch ganz gezielt das Verhalten der Kinder einfach im Auge behalten sollen, ob sich da eventuell irgendwas im Nachhinein ergibt, dass die Kinder einfach schlecht träumen oder dass mit der Situation irgendwie belastet wären. Falls solche Anzeichen auftreten, sollten die Kinder später noch psychologisch betreut werden. In den nächsten Tagen wollen sich die Verantwortlichen aber ohnehin noch intensiv mit der Aufarbeitung beschäftigen. Natürlich sind jetzt alle Schüler schon bei den Eltern, aber man muss jetzt natürlich da ein Konzept erstellen, zusammen mit der Schulleitung, wie man da jetzt dann vorgeht, damit man eben da auch nichts übersieht und auch vor allem, dass man die Lehrer entsprechend informiert, dass die Kinder einfach aufmerksam beobachten. Der Busfahrer zählt auch zu den Leichtverletzten. Obwohl er einen leichten Schock hatte, blieb er aber an der Unfallstelle. Der Bus musste mit einem Kran geborgen werden. Danach nahm die Polizei die weiteren Ermittlungen auf. Dann werden wir natürlich auch noch den Fahrtschreiber entsprechend von diesem Bus auswerten. Das gehört zu den entsprechenden Ermittlungen, zu den Unfallermittlungen dazu, dass man auch was dazu sagen kann, ob eventuell ein Verstoß des Busfahrers vorliegt. Aber momentan haben wir keine Erkenntnisse, dass der Busfahrer in irgendeiner Weise etwas falsch gemacht hätte. Es dürfte eben aufgrund der Straßenglätte passiert sein. Die genauere Unfallursache wird also in den kommenden Tagen feststehen.